Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Städte sind zerstört, die Wirtschaft am Boden. Noch hungern Ost und West gemeinsam. Hilfen aus dem Ausland verbessern bald die Lebensbedingungen in den Westzonen. Das Geld dafür kommt aus den USA. Nur wenige Jahre nach Kriegsende geht es allmählich aufwärts, auch wenn anfangs noch vieles knapp ist. Wir waren 5 Kinder zu Hause. Mein Vater war Alleinverdiener. Früher mussten wir im Garten Kartoffeln ernten, weil wir nicht in der Lage waren, uns jeden Tag, ich sag mal, ein Kotelett zu leisten oder ein Stück Wurst aufs Brot zu holen. Im Osten Deutschlands kämpfen die Menschen länger mit den Kriegsfolgen. Glück hat, wer auf dem Land lebt. So wie die Familie von Christoph Daum aus Oelsnitz im Erzgebirge. Obwohl es in dieser Nachkriegszeit sicherlich eine schwierige Zeit war, hat es uns an nichts gefehlt. Wir hatten selber Kleintierhaltung mit Hühnern, mit Gänsen, mit Hasen, sodass du eben durch Eierprodukte versorgt wurdest. Gudrun Matschens wächst ebenfalls im Osten auf und erinnert sich an die harten Winter. Wenn wir im Bett gelegen haben, haben wir dann wirklich die Eiskristalle gesehen. So kalt war es in unserem Zimmer. Und da haben wir dann auch Ziegelsteine in den Küchenherd gesteckt und haben dann mit einer Decke oder ein Handtuch umwickelt dann auch die warmen Ziegelsteine mit ins Bett genommen, damit wenigstens die Füße warm waren. In der sowjetischen Zone gibt es keine finanzielle Starthilfe. Stattdessen lassen die Besatzer fast die Hälfte aller Industrieanlagen demontieren. Als Ersatz für die Verwüstungen der Hitler-Invasion. Die Folgen für die Wirtschaft sind fatal. Trotz der schwierigen Ausgangslage glauben damals viele, dass der Sozialismus auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Zukunft hat. Und hoffen auf ein gerechteres System. Ich habe auch immer gesagt, ich will unbedingt mal Baumeister werden oder Architekt und möchte diese ganze Trümmerlandschaft, die möchte ich neu mit aufbauen. Das war auch der Grund, warum ich damals in die SED eingetreten bin. Ich bin also Genosse geworden mit dem Argument, ich will mich in die vordersten Reihen stellen, ich will hier mit losziehen. Da gab es für mich überhaupt keine Alternative. Während im Osten die Sozialistische Einheitspartei den Wiederaufbau in die Hand nimmt und fast alle Betriebe verstaatlicht, entwickelt sich die Bundesrepublik zu einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht. Bezugsscheine sind passé. Gezahlt wird mit der neuen D-Mark. Handel und Arbeitsmarkt florieren. Die Kaufkraft wächst. In nur 10 Jahren verdoppelt sich das Bruttosozialprodukt. Nehmt euch für die Party heute frei. Freitags gab es Malzbier und Fisch. Und das war für uns so ein bisschen Wirtschaftswunder, weil das war schon etwas sehr Besonderes. Aus den kargen Zeiten heraus war das für uns schon Luxus. Die Bundesrepublik hatte den Vorteil, dass verschiedene Industrieunternehmen aus dem Osten gen Westen flüchteten, dass Unternehmen wie Siemens sich nun im Westen ansiedelten und den Boom förderten. Für einen Fernseher muss man noch immer lange sparen. 470 Mark hat eine Familie 1955 im Monat zur Verfügung. Die ersten Haushaltshelfer sind damit erschwinglich. Wir hatten einen Kohlezusatzherd. Dann musste ich in einem großen Topf die Wäsche, die Windeln kochen, hatte noch keine Waschmaschine und kriegte eine halbautomatische, als das zweite Kind geboren wurde. Das war schon eine große Erleichterung, ja. Wir haben sich Sachen gegönnt, die man früher nicht kannte. Man hatte den Trockner früher. Keiner. Ja, da ging die Wäscheleine draußen und dann wurde die Wäsche draufgehangen. Wir hatten Trockner. Ja, eine Mikrowelle haben wir gehabt und die ging in Flammen auf und seitdem haben wir keine mehr. Es gab die Haushaltsprodukte, die schon damals eine Ästhetik aus einer anderen Welt hatten. Das strahlende Kind auf dem Brandzwieback, das pausbäckig war und glänzte. Alle diese Wohlstandsprodukte, die einem sagen sollte, der Krieg ist vorbei. Schaut mal, hier ist Glanz, hier ist Opulenz. Sie suchen eine warme und gleichzeitig leichte Schlafdecke. Dann rate ich Ihnen zu dieser. Man hat immer das Interesse gehabt, sich mit anderen zu vergleichen auch. Nicht? Man wollte unbedingt das haben. Ja, es gibt wieder Rama, so rein und frisch. Sie gehört zum guten Essen. Und die Werbung machte einem das vor. Und wir waren nun Konsumenten und haben dann natürlich auch versucht, diese Teile zu kaufen.
Alfredo Pauli ist ein Kind des Wirtschaftswunders. Er liebt den Luxus und baut sich später sein eigenes Modeimperium auf. Man sah die tollsten Sachen in den Schaufenstern. Ich habe mir als 15-Jähriger bei den großen Juwelieren auf die Nase platt gedrückt, wo damals schon Colliers im Fenster ausgestellt waren, die 250.000, 320.000 D-Mark gekostet haben. Und heule dieser Zeit heute auch oft nach. Der Konsum deckt den Gabentisch. Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Ein Werbefilm über die Konsumwelt der DDR. Volle Regale, glückliche Käufer. So hätte man es gern gehabt. Die Realität sieht anders aus. Auf der östlichen Seite der deutsch-deutschen Grenze muss zwar niemand mehr hungern, doch die üppige Warenwelt des Westens bleibt den DDR-Bürgern versagt. Planwirtschaft statt Wirtschaftswunder. Ich wollte unbedingt Schlittschuhe haben und es gab nie welche. Und ich habe aber welche bekommen und zwar Weihnachten. Da hat meine Mutter gesagt, ich habe gehört, dass es heute welche gibt. Fahr doch da mal rein und guck, vielleicht kriegst du welche, weil ich habe keine gekriegt und die werden nicht unterm Weihnachtsbaum liegen. Und dann bin ich in die Stadt gefahren und tatsächlich gab es in einem total kargen Laden diese Schlittschuhe. Also da fange ich jetzt noch an zu heulen, das war für mich das Allergrößte. Auch viele andere Konsumgüter sind nicht so leicht zu haben. Wer in der DDR einkaufen will, braucht Geduld und muss sich hinten anstellen. Lange Schlangen vor den Läden sind immer ein Zeichen dafür, dass Mangelware angeboten wird. Man hat ja dann auch rumgefragt, wenn man einmal drin stand, warum stehen wir eigentlich hier? Und es war auch so, wenn eine Schlange am Buchladen oder am Plattenladen stand, wusste man zumindest immer, wenn man da noch was abkriegt, wenn es einen selber nicht interessiert, dann ist es so interessant für andere, sonst würden die nicht alle da stehen, dass man damit dann auch noch was anfangen kann. Also umsonst war es selten. Man sagte auch dann dazu, sozialistisches Wartekollektiv. Uwe Scheibner arbeitet damals bei der Konsumgenossenschaft und macht sich das Phänomen zunutze. Auch wenn er gerade keine Mangelware im Angebot hat, sondern nur Kitsch, den eigentlich niemand braucht. Wir hatten einen großen Überhang an Glasschwänen. Da hatten wir ein ganzes Lager voll von diesen Schwänen. Und da habe ich gesagt, die verkaufe ich. Und dann bin ich aufs Dach und habe gerufen, 13 Uhr kommt wieder die Sonderlieferung mit den afrikanischen Schwänen. Und dann standen die Leute schon um 12 Uhr an, sodass 13 Uhr, wo das Auto kam, mit den Schwänen schon eine riesige Traube war. Und anschließend sind die dann gekommen und sagten, wissen Sie, wir haben hier drei solche Kartons gekauft. Sagen Sie mal, was ist denn das überhaupt? Und zum Schluss waren die kitschischen Glasschwäne aus Afrika, also die waren natürlich nicht aus Afrika, sondern die waren vielleicht für Lauscher, verkauft. Wer Beziehungen hat, ist klar im Vorteil. Tauschgeschäfte bringen oft mehr als bares Geld. Klaus Feldmann ist damals Nachrichtensprecher bei der Aktuellen Kamera. Weiteren Verbesserungen der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Er hat nichts zum Tauschen. Ich hätte mal abends zu den Leuten gehen können, ihnen die Zeitung vorlesen können. Mehr hatte ich nicht zu bieten. Und wenn ich wusste, der war Klempner, der war Maler, der war Elektriker, der war dies oder jenes, war man natürlich auch nett zu denen. Abgesehen, dass man vielleicht auch gar keinen Grund hatte, böse denen gegenüberzutreten. Aber die Mangelwirtschaft hat die Leute enger zusammengeführt und auch milder zueinander gemacht. Die Jugendlichen, die fragen nach der jugendtypischen Kleidung, gerade was jetzt in ist oder so, das wollen sie eben haben. Wenn da nichts da ist, muss man ja Rede und Antwort stehen, warum und weshalb nichts da ist. Warum war alles so knapp? Das ist die Gretchenfrage der Planwirtschaft. Weil das System der stabilen Preise eingeführt wurde. Das war die heilige Kuh der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. In der DDR werden die Preise künstlich niedrig gehalten. Konsum und Sozialleistungen subventioniert der Staat auf Pump. Der Kern dieser schwachsinnigen Wirtschaftspolitik, die zu dieser ständigen Knappheit führte, war die ideologische Verblendung im Grunde. Ja, das durfte eben nicht anders sein, das hatte die Partei so beschlossen und dann wurde eben so gewirtschaftet. DDR-Produkte werfen auf dem Weltmarkt nicht genug ab, um damit die Importe zu bezahlen. So wächst der Schuldenberg beständig.
In der Bundesrepublik dagegen boomen Binnenmarkt und Außenhandel. Der VW Käfer wird zum Symbol für Freiheit und Wohlstand. Dabei war das Werk in Wolfsburg nach dem Krieg nur knapp der Demontage entgangen. Die zuständige britische Militärregierung hielt den Käfer schlicht für untauglich. Der Beginn einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte. Ich fand natürlich an meinem ersten VW-Käfer die Freiheit, plötzlich nicht mehr Zug fahren zu müssen, sich nach Fahrplänen zu richten, sondern wann immer man wollte, irgendwo hinfahren zu können. Dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft. Er war haltbar, pflegeleicht. War auch nicht gerade der schnellste, aber er war immerhin so konstruiert, dass zu der Zeit 10% der deutschen Kinder auf der Rücksitzbank gezeugt wurden. Also von daher war es einfach das Auto, was den Zeitgeist voll erfüllt hat. Das war schon eine schöne Sache, Käfer zu fahren. Hermann Müller hat 34 Jahre bei VW gearbeitet und ist bis heute Käfer-Fan. Und dann kam dann die sogenannte Hochzeit. Die Karosserie wurde dann fertig so auf den VW aufgesetzt, ne? Und dann wurde das verschraubt, das war die sogenannte Hochzeit dann, nicht? Da war das Auto dann fertig fast. Ich glaube, dass das auch etwas war, auf das man in der DDR gegenüber uns Westler sehr, sehr neidisch war, dass im Westen natürlich fast jeder ein Auto fuhr. Ich hätte sehr gerne ein Auto gehabt, was 120 fährt, ohne dass es auseinanderfällt und ohne dass man einen Hörschaden dabei bekommt. Ich habe viele Jahre einen Trabant gehabt, der schon zum zweiten Mal aufgebaut war. Und das ist Zwickau. Hier sind die Automobilwerke Zwickau zu Hause. Und hier erblickt er das Licht der Welt. Ein Kleinwagen, aber von Format. Das ist der P70, ein Vorläufer des Trabant. Auch im Osten ist das Auto der Deutschen liebstes Kind. Übrigens 22 PS hat er jetzt. Wie viel das ist, da haben wir es. Die Kräfte von 22 solcher Pferde stecken drin. Der Fahrzeugbau im Osten Deutschlands war potenziell nicht in der Lage, den westeuropäischen Fahrzeugbau Konkurrenz zu bieten. Wir hätten also immer Fahrzeuge exportieren müssen zu Dumpingpreisen. Und aus diesem Grunde wurden die staatlichen Investitionen in andere Bereiche der Volkswirtschaft gelenkt, die mehr Exporterfolg versprachen. Diese Kleinwagen sind übrigens nicht aus Pappe, wie oft scherzhaft behauptet wird. Es ist Duroplast. Sie könnten meinen, die Karosserie sei nicht haltbar. Na, zufrieden? Kunststoffkarosserie, warum? Nicht, weil wir den Kunststoff gerne hatten, sondern weil Blechmangel war. Es gab kein Blech zu der Zeit, als es losging. Roland Schulze ist Ingenieur in Zwickau und entwickelt mit seinen Kollegen das Kultauto der DDR, den Trabant. Doch die Nachfrage ist größer als das Angebot. Ein Auto muss lange im Voraus bestellt werden. 10 Jahre beträgt die durchschnittliche Wartezeit. Also meine Familie, wir hatten bis zum Schluss kein Auto. Meine Mutter hat sich mit 18 Jahren für einen Trabi angemeldet und hatte den bis zum Schluss nicht. Gebrauchtwagen stehen hoch im Kurs. Denn auf sie muss man nicht warten. Doch nur wenige können sich das leisten. Ein gebrauchtes ist oft teurer als ein neues Auto. Kredite dafür gibt es nicht. Im Westen dagegen boomt der Gebrauchtmarkt. So mancher entdeckt im Autokauf ein neues Hobby. Autonarren gibt es hüben und drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das erste Auto war von meinem Vater, war ein Trabant 601. 7, 8, 9, 10. Wartburg. 2 Wartburg. 11, 12, 13, 14. War 14 Autos. Also 3 Autos waren bei uns immer auf dem Hof. Also ohne, jeder brauchte auch ein Auto, auch in DDR-Zeiten. Ein verschlafenes Dorf in der Nähe von Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Burkhard Schulz und sein Sohn Matthias sind passionierte Autoschrauber. Schon zu DDR-Zeiten basteln sie an Trabis und Landmaschinen im Ort. Im Laufe der Jahre haben sie eine kleine DDR-Oldtimer-Sammlung aufgebaut.
Und das sind Rosemarie und Norbert Böttger. Die beiden Rentner sind kürzlich aus dem Rheinland hierher in den Osten gezogen. Seit 30 Jahren hegen sie ihren Ford Capri. Der ist inzwischen ebenfalls ein Oldtimer und darf nur zu besonderen Anlässen auf die Straße. Wie heute, zum Oldtimer-Treffen der besonderen Art. Ihr habt 4 Takte und wir haben 2 Takte. Ja, das ist richtig. Ne? Und ihr habt mehr Leistung. 160 PS. 160 PS. Wir haben knappe 26 PS. Wir sind alle Oldtimer-Fans. Genau. Ja. So, und wir ganz sind einfach zu erklären. Wir sind mit Trabant aufgewachsen. Gewachsen bei uns waren und wir ja haben dran gehangen. Genau. Ja. Und wir hatten ja nichts anderes. Wir haben das erste Mal Geld, mir einen Luxuskarre zu kaufen. Richtig. Ne? Damals war der Capri, ja, der Sportwagen. Ja. Schlechthin. Ja, der kleine Leute. Ja, ja, nicht für die kleinen Leute, die konnten es sich nicht leisten. Also. Autos verbinden. Ost und West entdecken Gemeinsamkeiten. Man fachsimpelt und tauscht Erfahrungen aus. Norbert und Rosemarie Böttger sind im Rheinland aufgewachsen, haben aber ihre Wurzeln im Osten. Als Deutschland noch geteilt ist, fahren die beiden oft mit ihrem Sportwagen in die DDR zu Verwandten und kennen die hiesigen Verhältnisse. Wenn wir durch die Gegend fuhren, war der Trabi uns immer überlegen, ja. Weil wir die Geschwindigkeit, die auf den man Straßen, mit dem Trabi, wo wir jetzt Schlaglöcher genau. waren, genau. da waren das die schon 2 Kilometer vor uns. Da kam mir hinten langsam ja. angeschlichen. Wir sind nach Leipzig mal gefahren zur Hochzeit von meinem Bruder und da sind wir mit 4 Mann Trabi hin. Wir haben hier gefroren, den Trabi eiskalt. Eiskalt, ne? Wir haben hier gefroren, aber auch angekommen. Und der ging durch. Würde ich nicht verkaufen. Nee. Der bleibt in unserer Hand. Mit einer Stückzahl von 3 Millionen ist der Trabant neben Lada, Moskvich und Wartburg das häufigste Gefährt auf ostdeutschen Straßen. 1977 will die DDR-Führung ein westliches Statussymbol einführen und bestellt 10.000 VW Golf in Wolfsburg. Die sind teuer und gehen zunächst nur an privilegierte DDR-Bürger. Doch in den 80er Jahren kommt auch Otto Schlosser Burkhard Schulz durch Beziehungen an einen, inzwischen gebrauchten Golf. Das Schlosser mit dem VW hier auf dem Land, das war schon was, ja. Da waren wir so stolz. Das war, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Im Westen gibt es neben dem Golf noch viele andere fahrbare Statussymbole. Je schneller, größer, teurer, desto besser. Die Autos wurden auch immer schicker. Also erst war es ein Käfer, dann war es noch ein Käfer, noch ein Käfer, noch ein Käfer. Dann kam doch in der Tat ein Mercedes-Benz, den ich doch so verabscheute, ein 200D-8. Ich war 24, wie ich damals mit einem weißen Rolls-Royce, stolz wie die Queen, also ich hätte eigentlich auch so winken müssen, durch unseren Ort fuhr. Das war für mich die Erfüllung meiner Träume. Auch in der DDR darf man träumen. In Autohäusern werden die Objekte der Begierde vorgeführt, obwohl man dort spontan gar kein Auto kaufen kann. Bärbel Schindler arbeitet in einem Autohaus und weiß, wozu so ein Schaufenster gut ist. Man musste der Oma zeigen, dass man was hatte. Auch wenn es nicht immer frei verfügbar war. Das Problem, was ich hatte, weshalb ich dann auch weg bin von dieser Branche, war, dass die Ersatzteile, die wir auch verkauften, ja Mangelware waren. Und beim Auto kann man nicht sagen, naja, wenn ich das Teil jetzt nicht habe, dann nehmen Sie doch das. Das geht nie. Also musste man die Leute immer vertrösten und musste sagen, tut uns leid, haben wir nicht. Den Satz kannte man ja zur Genüge damals. Wenn es Reifen gab, dann haben wir wegen Reifen uns morgens angestellt. Dann kamen da eben bloß, ich sag mal, 10 oder 15 oder 20 Reifen. Ja, und dann gab es eben bloß, du brauchst zwar 4 Räder, aber hast bloß 2 gekriegt. Mit den anderen musst du trotzdem noch mit Latschen fahren. Ne? Selbst bei Ersatzteilmangel weiß sich Autoschlosser Burkhard Schulz immer zu helfen. Der Trabi ist ein Bastelauto und für Kenner leicht zu reparieren. Heute testen die beiden Trabi-Besitzer ihren Westbesuch, Familie Böttger, auf ihre Schraubertalente. Wenn wir ja mal schauen, wie schnell es funktioniert, beim Trabant eine Zündkerze zu wechseln, im Gegensatz zu eurem. Ja, können wir wenn machen. Ihr möchtet, wollen wir mal versuchen? Ja, wir mal versuchen. Na, dann mal los. Genau. Zündkerzen wechseln, dieses Ritual kennt fast jeder Trabi-Fahrer. Die Teile mussten häufig ausgetauscht werden, und zwar in Handarbeit. Den kannst du hoch und dann drehst du bloß so raus. Da brauchen wir kein ADAC, das geht alles so. Es sei denn, der Keilriemen ist früher weggesprungen, da mussten die Frauen dann die Strumpfhose ausziehen. Ich jetzt eine Reparatur da zu machen habe.
ist dieses einfacher, als wenn ich bei uns an dem zur 8er KP dran gehe. Also das würde einen halben Tag dauern. Und bei euch hier, wenn ich das so höre, ihr braucht eine halbe Stunde, Stunde, dann liegt der Motor daneben. Genau. Das ist alles einfach aufgebaut gewesen, ja. Und ja, hat über die Jahre eigentlich seinen Zweck erfüllt. Ne? Ja. Mehr ist dort eigentlich nicht. So schlecht ist der Tapper. Nein. Ja. 1973 macht die Ölkrise Autofans und Wirtschaft schwer zu schaffen. Binnen 5 Monaten hat sich der Ölpreis wegen eines politischen Lieferembargos vervierfacht. Wie viele Deutsche macht Andrea Küter das Beste aus den autofreien Sonntagen. Wir haben Freiheitseinschränkung gespürt, aber wir durften auf die Autobahn, zu Fuß. Das war so wie allein im Supermarkt sein. Das hatte was. Und auch im Osten spürt man die Ölkrise. Bärbel Schindler arbeitet damals in einer Filiale des DDR-Reisebüros und verzeichnet einen Umsatzeinbruch. Da wurde dann der Kraftstoff der Busse reglementiert und damit waren die Busse nicht mehr einsatzfähig für solche Vergnügungsfahrten. Die Wirtschaftslage in der DDR verschlechtert sich zusehends. Um an dringend benötigte Devisen zu kommen, hat der Export Vorrang. DDR-Bürger müssen sich mit minderwertigen Produkten zufrieden geben. Kaffee wird mit Malz vermischt und auch das Bier wird nicht mehr nach Reinheitsgebot gebraut. Beim Bier, insbesondere beim Pilsner Bier, weil es nicht genügend Braugerste gab, hat man substituiert mit Reis. Weil Pilsner Bier ja doch einen gewissen bitteren Geschmack hat, hat man dann versucht, diesen bitteren Geschmack künstlich mit Schweinegalle zu erzeugen. Solches Bier war eigentlich nicht zu trinken und dann gab es solche Bezeichnungen für bestimmte Biersorten wie Sterbehilfe. Auch im Westen läuft nicht alles rund. In den 60ern sterben die Zechen. 10 Jahre später erlebt die Bundesrepublik die erste echte Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Die Massenarbeitslosigkeit kehrt zurück und steigt über Jahrzehnte in Schüben immer weiter an. Für mich war natürlich der Einbruch zum Teil erschreckend. Gerade ich habe es natürlich in meiner Branche sehr gut nachvollziehen können, weil die Bekleidungsbranche eine der ersten Branchen war, die mit ihren Betrieben in Billiglohnländer eben wie die DDR, Marokko, Tunesien abgewandert ist. Besonders hart traf es die Babyboomer-Generation. Das war die Generation, die wirklich große Schwierigkeiten hatte, einen Einstieg zu finden oder eben auch ihren Traumberuf zu finden. Stillgestanden. Frau Kalkratz, ich melde die Schüler der Klasse 4C sind zum Unterricht bereit. Dankeschön. Im Grundgesetz der DDR wird jedem Bürger das Recht auf Arbeit garantiert. Der Staat lenkt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Berufswahl der zukünftigen Werktätigen. Das Angebot für die Jugendlichen richtet sich nach dem staatlichen Bedarf. Das war damals so, dass wir in der Schule Besuch bekommen haben von Leuten, die Berufe vorgestellt haben. Wir haben uns dann halt irgendwo arrangiert. Wir wussten genau, das war möglich. Und aus dieser Möglichkeit heraus hat man sich dann etwas ausgesucht. Bärbel Schindler wird Verkäuferin. Im Westen bestimmt nicht die Regierung über den Lebensweg der Kinder, dafür aber allzu oft die Einkommensverhältnisse der Eltern. Und auch bei der Berufswahl hat die Familie ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Wie ich das erste Mal meinen Berufswunsch geäußert hatte und mein Vater mich anbrüllte, im Leben wirst du kein Schneider, im Leben wirst du kein Modeschöpfer, du übernimmst meinen Betrieb, hat meine Oma gesagt, lass den Jungen. Wer nähen kann, braucht in seinem Leben nie zu hungern. Als ich in der 4. Klasse war, ist mein Klassenlehrer 3 Abende zu meinen Eltern gekommen und hat ihnen gesagt, schickt doch bitte das Kind aufs Gymnasium, das bringt's. Und meine Eltern wollten das gar nicht einsehen. Es gab keine Akademiker in der Familie und wenn überhaupt Mädchen, dann werden die vielleicht Lehrerin. Ute Wellstein studiert später Medizin und ist in der Frauenbewegung aktiv. Der hat sich dann sozusagen durchgesetzt, mein Lehrer, und ich bin auf ein neusprachliches Mädchengymnasium gekommen, obwohl ich damals schon auf ein naturwissenschaftliches lieber wollte. Mein Vater hat mir reinreden wollen. Sein Traum war,
Wir kommen aus einer Kaufmannsfamilie. Einer muss hier die Kaufmannsehre aufrechthalten. Und der hat auch eigentlich 2 Jahre lang nicht gewusst, dass ich studiere. Dem habe ich es nicht gesagt. Ich durfte nicht studieren. Ich war an für sich ein guter Schüler. Aber ich sage mal, zu der Zeit in den 50er Jahren war es für ein Arbeiterkind praktisch nicht möglich zu studieren. Man konnte sich das gar nicht leisten. Wer auf die Uni will, ist auf die Hilfe der Eltern angewiesen oder muss sich etwas dazu verdienen. So wie Rolf Spille. Er studiert Mitte der 60er Jahre. Also man musste sich schon durchkämpfen. Also von zu Hause kam kein Geld. Aber was ich ganz toll fand, dann bin ich alle 14 Tage mal nach Hamburg gefahren. Und dann hatte meine Mutter für eine Woche vorgekocht. Mein Vater hatte Holz gehackt für die alte Wohnung da in Berlin. Und da konnte ich mein kleines Auto vollpacken mit Holz und mit Essen. Warum vielleicht für meinen Kumpel mit? Den Beitrag hat man dann gekriegt. Im Osten entscheidet nicht das Geld, sondern die Ideologie darüber, wer studieren kann. Arbeiterkinder sollen auf die Uni. Kinder der sogenannten Intelligenz sollen in die Produktion. Die Entscheidung fällt vor dem Abitur. Man hatte im Klassenbuch vor dem Namen ein Buchstabenkennzeichen. Wenn ein A stand, dann war es gut, das war nämlich Angehörige der Arbeiterklasse. Und wenn ein I oder ein S stand, das war entweder Intelligenz oder selbstständig. Das waren die nicht so guten. Als ich meine Tochter auf die Oberschule bringen wollte, das wurde erstmal abgelehnt, weil ich zur Intelligenz gehörte. Es gab Ausnahmen, wenn sie sich verpflichtet, Lehrerin zu werden. In der Lehrerberuf war sehr gefragt und das haben wir gesagt. Gut, da wirst du eben Lehrerin. Wissend, dass sie niemals Lehrerin wird. Das war auch schon mal ein Punkt. Der nächste, es kam immer darauf an, was man in der schriftlichen Beurteilung stehen hatte im Zeugnis. Da stand unter anderem der Satz, Michael lässt sich in seinem Denken und Handeln nicht vom Standpunkt der Arbeiterklasse leiten. Und das hat gereicht, dass jede Firma, die Berufsausbildung mit Abitur gemacht hat, mich wieder weggeschickt hat. Ja, weil was soll jemand, der sich nicht nach der Arbeiterklasse richtet, warum soll der Abitur machen, warum soll der studieren? Pfarrersohn Michael Weichert stellt sich schon früh gegen das DDR-Regime und darf deshalb nicht studieren. Ich durfte das Abitur nicht machen. Wir hatten 7 Plätze, die zu vergeben waren. Und ich war mit einem Jungen auf Gleichstand, was den Notendurchschnitt anbelangte. Und der hat den Platz bekommen, der wollte nämlich zur Polizei. Unter dem Stichwort Bindung für alle wird 1971 im Westen der Vorläufer des BAföG eingeführt. Theoretisch kann jetzt jeder mit guten Leistungen studieren. Damals hieß das Honnefer Modell. Das waren am Anfang des Studiums 290 Mark, später 450. Was natürlich nie reichte, aber für die Kneipe reichte es immer. Dank der Deckel, die es damals noch gab. Da war ich richtig stolz, dass ich das Geld von meinen Eltern nicht zu nehmen brauchte, obwohl die es sich hätten leisten können. In den 60er Jahren fehlen in beiden deutschen Staaten Arbeitskräfte. Die Bundesrepublik wirbt sogenannte Gastarbeiter an. Sie kommen vor allem aus Italien, Griechenland und der Türkei. Muammar Karakaya ist gelernter Schreiner und hofft auf ein besseres Leben im Ruhrgebiet. April 1964 kam ich in Deutschland. Es ist ein Hauptbahnhof. Da haben sie uns gefangen genommen, 5 Personen mit Kapelle. Wir waren da richtig, wussten wir gar nicht, was ist los. Der opulente Empfang in Deutschland verstärkt den anfänglichen Kulturschock. Ich bin fremd. Obwohl die deutsche Wirtschaft dringend auf die ausländischen Helfer angewiesen ist, sind nicht alle über die neuen Nachbarn glücklich. Sie sind hier gewissermaßen eine Konkurrenz für die älteren Arbeiter im Inland. Ja. Die verderben doch unsere Jugend. Die tun nichts arbeiten, leben bloß vom Plündern. In der DDR heißen die ausländischen Helfer Vertragsarbeiter und kommen vorwiegend aus Vietnam. Mit dem Zug werden sie über Sibirien und die Mongolei in das Paradies der Werktätigen gebracht. So auch die damals gerade 18-jährige Huang Trute. Ja, das war schon sehr ungewohnt für mich. Ich kannte die Welt so noch nicht, ja, weil mein Land war im Krieg. Und wir waren irgendwann ab 3 oder 4 Uhr morgens in Neubrandenburg angekommen. Um 6.30 Uhr hat man uns schon rausgeholt aus dem Bett.
Die meisten Vietnamesen haben einen 5-Jahres-Vertrag und werden in Wohnheimen regelrecht kaserniert. Huang Trute freundet sich mit DDR-Bürgern an und wird manchmal zum Essen eingeladen. Wir tranken keinen Kaffee, wir kannten das alles gar nicht. Wir aßen keine Kuchen. Ich leide auch noch heute an Laktoseintoleranz und ich muss aber Torte essen, weil ich wollte nicht unhöflich sein. Und ich wusste genau, nach der Torte geht es mir schlecht, aber ich esse trotzdem. Wernigerode im Harz. Hier lebt Huang Trute seit 28 Jahren. Nach ihrer Zeit als Vertragsarbeiterin darf sie in der DDR studieren und führt mittlerweile dieses vietnamesische Restaurant. Heute trifft sie sich mit Muammar Karakaya und seiner Familie zum Erfahrungsaustausch. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. Darf ich Sie bitten? Aber sehr gerne. Muammar Karakaya lebt gern in Deutschland. Ungefähr 54 Jahre bin ich hier. Okay. 54. Ich bin zufrieden. Also ich persönlich habe sie gut behandelt. Ja. Ich habe keine Schwierigkeit gehabt, eben Arbeitsstelle. Nach den anfänglichen Berührungsängsten werden die Gastarbeiter im Westen schließlich vielerorts akzeptiert. Das fanden wir damals gut, weil die Arbeit musste gemacht werden. Und gucken sich das doch heute mal wieder an. Wenn einer ein bisschen nachdenkt, muss er doch heute froh sein. Das ist eine Bereicherung. Huang Trute erzählt den Wessis über ihr Leben in der DDR. Es ist hier ein bisschen anders. Also wir wurden zwar nicht mit Kapelle empfangen, aber wir haben, aber wir haben Betreuung. Die Vietnamesen werden sowohl am Arbeitsplatz als auch im Wohnheim von Aufsichtspersonen betreut. Eine Willkommenskultur gibt es auch in der DDR nicht. Wenn wir etwas kaufen, dann direkt die Antwort, gibt's nichts. Ich wusste von meinen Mitstreitern, dass sie oftmals die Verkäuferinnen und Verkäufer bestechen mussten, um überhaupt etwas kaufen zu können. Nach Vertragsende werden fast alle der rund 60.000 Vietnamesen in ihr Land zurückgeschickt. Das Regime unterbindet den Kontakt zu DDR-Bürgern. Huang Trute verliebt sich trotzdem in einen Deutschen. '88 habe ich meinen Mann kennengelernt und da kam eine Leiterin von Personalabteilung und hat zu mir gesagt, das ist nicht gut. Du bist Vietnamesin, du solltest zu Hause einen Mann kennenlernen. Ja. Keine Deutsche. Du gehörst nach Vietnam. Huang Trute hat Glück. Sie darf in der DDR studieren und ihren deutschen Freund heiraten. Im vergangenen Jahr bekommt sie das Bundesverdienstkreuz für Integration. Auch Muammar Karakaya und seine Familie haben sich damals für ein Leben in Deutschland entschieden. Und das spielt sich im Westen zum Großteil auf der Arbeit ab. Arbeitslosigkeit gilt hier, auch wenn sie erzwungen ist, vielfach als Charakterschwäche. Das Wirtschaftswunderland ist stolz auf sein Arbeitsethos. Also ich war mit der Werft verheiratet, muss man sagen. Alles bei mir zu Hause spielte sich ab. Es ging nur um meinen Arbeitsplatz, meine Werft. Ich empfand das persönlich als alles zu sehr orientiert auf Beruf und ich muss angestellt sein und ich kann mir nichts leisten und ich kann nicht wegfahren. Und ich habe nie jemanden gehört, der sagt, hey, bald ist wieder Montag, ich freue mich so auf die Arbeit. Montags arbeiten wir nach der Heidekrautmethode. Heide graut mir vor der Arbeit. Unser volkseigener Betrieb, das ist es, was sich zu schützen und zu verteidigen lohnt. In der DDR gehören Fabriken und Kombinate dem Staat. Die Regierung legt Bedarf und Produktionsplan fest. Dessen Erfüllung verlangt vor allem eines, Erfindungsreichtum. Hilft dir selbst, dann hilft dir auch das Kombinat. Wir haben vielleicht manchmal mehr arbeiten müssen, aber anders. Wir mussten oft kreativer sein. Das Erste, was wir machen mussten, war eine Konzeption. Ja.
Rainer Arnold ist Betriebsdirektor in einem Werk für Rundfunktechnik. Er kämpft täglich mit den Unwägbarkeiten der Planwirtschaft, zum Beispiel mit Materialmangel. Ganz primitiv gesagt, sie mussten mehr planen, inoffiziell, als sie real in den Unterlagen drin hatten. Das heißt also, wenn ich mal inzwischen 300.000 bis 400.000 Telefone im Plan hatte, dann habe ich produktionsseitig vorgesehen und materialbeschaffungsseitig 450.000 bis 500.000. In einem Betrieb zu arbeiten, wo einfach gesagt wurde, du musst im Fünfjahresplan 450.000 Nähnadeln produzieren, wäre für mich absolut unmöglich gewesen. Dienstags arbeiten wir nach der Rumpelstilchen-Methode. Bloß kein Bein rausreißen. Es gab ja Versuche durch Investitionen im Bereich Bildung, Wissenschaft, Forschung, diese Lücke zu schließen und dem Kapitalismus hinterherzurennen und das irgendwie aufzuholen. Aber man hat es nicht geschafft und die DDR gerät immer tiefer in diesen Kreislauf aus Mangel an Entwicklung, zu niedriger Warenproduktion und schwachsinniger Wirtschaftspolitik. Donnerstags arbeiten wir nach der Robinson-Methode. Warten auf Freitag. Der spätere Fußballtrainer Christoph Daum lernt beide Seiten kennen. Es war so, als würde in der damaligen DDR die Uhr etwas langsamer ticken. Und im Westen war einfach nur mal Hektik, Stress. Was heute nicht mehr vorstellbar, dass wir so viele Stunden gearbeitet haben, das ist heute nicht mehr vorstellbar. Seemanns Braut ist die See. Klaas Everwien arbeitet auf einer Werft in Ostfriesland. Wir sind freitags morgens normal zur Arbeit gegangen und dann ist mir der Nachtschicht oder dann haben wir 16 Stunden gearbeitet. Arbeitssicherheit war gar nicht dran gedacht. Heute heißt es 10 Stunden Arbeit, mehr gibt es nicht. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Was da die Gewerkschaften vor allen Dingen geschaffen haben. Ne? 40-Stunden-Woche, Mindesturlaub, Arbeitsschutz. Die Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft setzen sich allmählich durch. Als Jugendsprecher im Betriebsrat eines Unternehmens hat Willi Demgen aber noch ganz andere Erfahrungen gemacht. In diesem Unternehmen war es noch üblich, wie in vielen anderen Industrieunternehmen auch, dass die Jugendlichen geschlagen wurden, wenn sie die Arbeit, wenn ein Fehler auftrat oder ein Meister ungeduldig war. Und dann gab es die nächste Betriebsversammlung und habe kundgetan, dass ich also jeden vor das Gerichtsherrn werde, ja, mit dem Ergebnis, dass ich selbst noch mal eine Ohrfeige anschließend bekam. Ich wollte wieder zurück. Ich wollte wieder in den Osten. Ich wollte meine heile Welt wieder haben. Ich kam mit dieser Situation des Ellbogeneinsetzens, des Durchsetzens, des Sich-Behauptens überhaupt nicht zurecht. Meine Nebenmänner an der Werkbank rechts und links, die bauten als erstes eine Trennwand auf, damit ich nicht rüberschauen konnte, was sie machten. Und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Also ich habe erst im Westen dann kennengelernt, dass man über Gehälter nicht spricht, dass man nicht wusste, was der andere für einen Vertrag hat. DDR-Führungskräfte dürfen zu Vertragsabschlüssen und zum Erfahrungsaustausch in das westliche Ausland fahren. Betriebsdirektor Rainer Arnold lernt als sogenannter Reisekader den Westen kennen und berichtet später zu Hause von seinen Erfahrungen im Kapitalismus. Die Leute glaubten nicht das, was mir von den kapitalistischen Betrieben erzählt. Und ich habe es aber selber miterlebt, in kapitalistischen Betrieben, dass also keine Pünktlichkeit am Arbeitsplatz zur Entlassung führt. Da haben die anderen geglaubt, der erzählt keiner. Die Tugenden Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, das war schon in den deutschen Betrieben so. Und auf der Werft auch. Wir hatten eine Stechuhr, eine Stempelkarte, da wurde drauf geachtet, wer wann kam. Wegen Unpünktlichkeit entlassen werden, das Rest gab es. Arbeitslosigkeit ist damals im Westen noch kein Massenphänomen. Bis Mitte der 70er Jahre liegt die Quote weit unter einer Million. Hobbyfilmer und Hausbesetzer Carsten Weber aus Kiel engagiert sich linkspolitisch und sieht keinen Grund, der elterlichen Arbeitsmoral nachzueifern. Keine Macht für niemanden. Ich
glaube, ich war der Erste in der Kieler autonomen Szene, der dann einen Industrieberuf gelernt hat. Und mein Lohn war derart hoch, dass danach ich ein Arbeitslosengeld gekriegt habe, wo andere Vollzeit hätten für arbeiten müssen. Und das hat mir wieder viele Freiheiten und ein gutes Leben danach beschert. Arbeitslose gab es in der DDR nicht. Aber wir wussten, im Westen gibt es Arbeitslose. Da erinnere ich mich noch, dass der Walter Ulbricht sagte, kommen Sie ins Rieber, bei uns gibt es Brot und Arbeit. Und trotzdem ist niemand drüber gekommen. Warum ist niemand drüber gekommen? Die haben gesagt, na lieber ausgebeutet und reich, wie nie ausgebeutet in der DDR und arm. Also es geisterte ja auch bei uns dann das rum, also die fahren drüben ihr Arbeitslosengeld beim Arbeitsamt abholen mit einem Mercedes vor. Ich war arbeitslos im Osten, in der DDR. Das gab es zwar nicht, aber ich war es trotzdem. Offiziell gibt es in der DDR keine Arbeitslosen. Kim Pickenhain ist Punkerin und lässt es in ihrem Job als Verkäuferin drauf ankommen. Ich fand es auch total cool. Ich wollte nicht irgendwo piefig da arbeiten. Ich musste dann auch nachweisen, dem Amt für Arbeit, im Osten hieß das Amt für Arbeit, das gab es schon, wovon ich lebe. Und ich konnte natürlich sagen, ich wohne bei meiner Mama, also, ne, so. Und deshalb hatte ich dann so ein halbes Jahr Ruhe und konnte an meiner Kreativität nachgehen, meiner Selbstständigkeit. Kim verkauft selbstgemachten Schmuck. Später wird die junge Punkerin kurzerhand ausgewiesen. In den 80ern bricht die marode Planwirtschaft der DDR endgültig zusammen. Im November 89 fällt die Mauer. 40 Jahre Leben im geteilten Deutschland. Ein Alltag mit Hindernissen auf beiden Seiten. Die meisten haben das Beste draus gemacht. Mein lieber Karl, du hast dich geirrt. Ja, wir sind hier völlig falsch gegangen. Der Mensch, der taugt es gar nicht. Der ist gar nicht in der Lage, so zu leben, wie du dir das vorgestellt hast. Ist das nicht bitter? Jeder konnte vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Es gab keine großen Vorschriften. Das kann schon sein, dass uns das geprägt hat, dass man eben nicht immer alles sofort bekommen hat und dafür auch Geduld aufbringen musste und die Dinge deswegen vielleicht auch ein bisschen mehr geschätzt hat. Dieser spießige, bürgerliche Muff, das war eine beklemmende und bescheuerte Zeit und ich bin total glücklich darüber, dass sie vorbei ist. Freiheit ist ein unheimlich hohes Gut, aber es ist unheimlich schwierig, mit der Freiheit zu leben.